Hallo, meine Lieben. Hier ist mal wieder die Edith. Ich möchte heute ich möchte heute wieder ein Video machen. Und zwar über Endzeit, aber ich habe es hingeschrieben irgendwo, diese Spieler am Ende, wenn Jesus wiederkommt, also bevor Jesus wiederkommt. Und viele denken ja, das ist der Antichrist, aber ihr wisst ja von meinen Videos, dass das nicht stimmt. Das ist nicht der Antichrist, der kommt am Ende. Das ist eine Erfindung. Das Wort Antichrist ist keine Erfindung. Das finden wir eindeutig im ersten und zweiten Brief von Johannes. Aber dieses Wort wird falsch oder anders definiert. Es wird definiert als jeder, der Jesus Christus als Gott im Fleische ablehnt, ist ein Antichrist. Und das wisst ihr. Das ist nicht ein Herrscher, der kommt am Ende. Die Spieler, die wir am Ende haben, ja, die dann zerstört werden, von denen werde ich heute reden. Nochmal. Da habe ich jetzt schon so oft geredet. Ja, wenn ihr wisst, dass ich einen alten Kanal habe, einen englischen Great Deceptions of the End Times, dann wisst ihr, dass ich noch schon ganz, ganz viele Videos gemacht habe über diesen, was die Leute Antichrist nennen. Ich habe da wirklich schon angeguckt, die ganzen Spieler eben von der Endzeit, die eigentlich keine Spieler der Endzeit sind. Wenn ihr ja meine Videos kennt, wisst ihr das. Aber heute will ich nochmal die angucken, weil ich denke, ich habe schon viele neue Zuhörer. Also, das mit dem Antichrist ist ja falsch. Das ist kein Endzeitmann. Ich gucke heute an, was die Offenbarung benutzt. Ja, die Endzeit. Wie nennt man das? Mächte. Ja, die Endzeitmächte. Wir finden diese Endzeitmächte zuerst in Kapitel 13. Kapitel 13, da sehen wir zwei Tiere. Und diese zwei Tiere bekommen beide ihre Macht vom Drachen, also von Satan. Beide. Ja, beide bekommen sie ihre Macht von Satan. Ja, und diese zwei Mächte bestehen am Ende. Jetzt müssen wir überlegen, Tiere. Es werden hier als Tiere beschrieben. Tiere. Ein Tier aus der Erde, ein Tier aus dem Meer. Ja, aus dem Meer. Muss mal zurückgehen. Ja. Und was ist nun ein Tier? Die Leute, die raten herum. Ihr wisst ganz genau, ich habe schon so oft von diesen falschen Lehrern geredet. In einem letzten Video wahrscheinlich, vorletzten. Sie raten herum. Wer könnte diese Endzeitmächte und Regierende und Könige sein? Aber wir wissen das eindeutig, wenn wir die ganze Bibel kennen würden, würden wir eindeutig wissen, dass Tier für ein Weltreich steht. Für ein politisches Weltreich. Nicht für einen Mann, sondern für ein ganzes Weltreich. Und woher wissen wir das? Wir gehen zu Daniel 7. Und da sehen wir da sehen wir vier Tiere. Ja, vier Tiere aus dem Meer. Und aber von diesem Kapitel von Daniel 7 Tiere wissen wir immer noch nicht genau, was diese Tiere sind. Aber weil Daniel in Kapitel 2 über diese Statue geredet hat und auch über vier Einteilungen dieser Statue, die für Weltreiche standen, kann man davon ausgehen,
dass eben diese Tiere auch nicht nur ein König sind, sondern wirklich nicht mal Königreiche, sondern wirklich Weltreiche. Die gleichen Weltreiche, die er in dieser Statue beschrieben hat. Das heißt Babylon, Persien, Griechenland, Rom. Und Rom ist ja im Grunde nicht fertig. Es ist dann weitergeführt worden durch Europa. Ja, und das verstehen natürlich viele nicht. Also das Heilige Römische Reich. Als dieses Tier das kleine Horn bekommen hat, in Daniel 7, wurde es zum Heiligen Römischen Reich. Ja, wir sehen dieses kleine Horn nicht in Offenbarung 13. Johannes hat dieses kleine Horn näher gesehen, in einem Fernrohr, und hat gesagt: Wow, das ist ja eine Frau. Ja, in Daniel 7 sehen wir das Horn, das hat Augen und Mund, glaube ich, und spricht schlimme Dinge. Und Daniel hat es aber nicht ganz genau gesehen, er hat es von der Ferne gesehen. Aber Johannes hat es von nahe gesehen. Er hat gesehen, dass ja da was drauf sitzt auf diesem Tier. Und da gehen wir dann hin, wenn wir zu Kapitel Offenbarung 17 kommen. Da wird eben beschrieben, wer auf diesem Tier sitzt. Lass uns aber erstmal noch bei den ersten zwei Tieren bleiben. Das heißt, diese ersten zwei Tiere sind Weltreiche. Ja? Wir sind jetzt am Ende der Menschheit. Der Tag des Herrn wird sehr bald kommen. Warum? Eindeutig. Wir haben die Zeit der Heiden, von der ich in meinem letzten Video gesprochen habe, in meinem letzten Video über Lukas. Da hat ja Jesus das benutzt, die Zeit der Heiden. Sind 2000 Jahre. Warum 2000 Jahre? Weil auch die hebräische Zeit 2000 Jahre war und weil die vorhebräische Zeit auch 2000 Jahre waren und weil die ganze Menschheit seit der Menschheit 6000 Jahre ist. Warum? Weil Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Für Gott ein Tag wie 1000 Jahre ist. Das heißt, Menschheitsgeschichte dauert auch 6000 Jahre. Dann ist sie vorbei und wir kommen jetzt an diese 6000 Jahre. Die Zeit ist fast vorbei. Sind wahrscheinlich nicht ganz genau 2000, aber so annähernd an die 2000. Und weil wir an das Ende kommen, deswegen ist ein Ende, wird ein Ende gemacht mit diesen zwei Tieren. Also müssen diese Tiere schon existieren. Also muss diese Person, die oben drauf sitzt, auf dem Tier, dieses kleine Horn schon existieren. Offenbarung ist nicht nur ganz am Ende, wenn die Zeit der Menschheit vorbei ist, sondern die letzten 2000 Jahren, ja, wird diese Offenbarung schon offenbart. Aber die Leute, ihre Augen sind zu, ja, auch die Christen, die sich Christen nennen, die Augen sind zu viele, sind zu und sie verstehen das nicht. Die wenigsten verstehen, wer dieses Tier ist oder diese Tiere sind. Und natürlich mehr verstehen, wer eigentlich diese Babylon die Große ist. Viel mehr Leute verstehen das. Aber viele verstehen es immer noch nicht. Weil diese Babylon, die Große, ist ja auch dieser Mann der Sünde, von dem Paulus in 2. Thessaloniker 2 spricht. Das sind die gleichen. Natürlich, Mann der Sünde, man denkt sofort an einen Mann. Aber er ist ja symbolisch. Ein symbolisch für dieses System. In Offenbarung 17 ist es Babylon, die Große, eine Frau, eine Hure. Aber wiederum nicht eine Frau, sondern ein System. Ein religiöses System. Hure. Ja? Sie hurt gegen Gott. Sie ist die falsche Religion. Sie macht, wie nennt man das? Sie
falsche Götter, sie betet falsche Götter an. Ja? Und das ist Babylon die Große. Jetzt habe ich ja schon euch schon gesagt, wahrscheinlich, wer diese Babylon die Große ist. Überlegt euch, wer könnte es sein? Sie existiert jetzt schon. Und wenn ihr Offenbarung 17 liest, normalerweise müsst ihr sie erkennen. Und auch ihr Ende, weil heute will ich ja auch ganz besonders darüber reden, was das Ende ist von diesen Endzeitspielern. Ja, und wiederum sind es ja nicht Endzeit. Weil sie sind ja schon lange hier. Also müssen wir gucken nach Weltreichen. Ist eindeutig, die vier Weltreiche sind natürlich was? Babylon, Persien, Griechenland und Rom. Dann sagen natürlich Leute, ja, aber Rom ist doch schon weg. Schon existiert schon 2000 Jahre nicht mehr. Ja, aber dann wird es nicht so lange leben oder existieren, bis Jesus wiederkommt. Was ja eigentlich Daniel 2 sagt. Ja, da wird es zerstört. Also wenn Jesus Christus wiederkommt, er zerstört alle Weltsysteme. Alle politischen Systeme werden da zerstört. Alle. Natürlich ist Griechenland, Babylon, Persien schon untergegangen. Und auch Rom. Aber Rom lebt weiter im Heiligen Römischen Reich. Eindeutig. Unter dieser Kontrolle von diesem kleinen Hahn, das die anderen nicht hatten, die anderen Tiere. Tier, wenn man es vergleicht, eben mit dieser Statue, sind immer Königreiche. Königreiche, nicht ein König, nicht ein Herrscher. Königreiche oder besser Weltreiche, ein Weltreich. Die Hörner sind Königreiche. Die europäischen Königreiche. Aber das Tier ist das politische System, ein politisches System. Und nun gehen wir zur Offenbarung 13. Da ist das vierte politische System, das Daniel beschrieben hat, das vierte Tier. Er sieht nun auch, dass das sieben Köpfe sind. Und das sind halt sieben Epochen von diesem Heiligen Römischen Reich. Eins wurde verwundet, kam aber wieder zurück zum Leben. Und da wurde eben Europa verwundet während dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber jetzt ist es wieder am Leben und treibt weiterhin Unzucht mit der Hure. Die Hure, die obendrauf sitzt, Babylon die Große kontrolliert es immer noch. Und diese Hure obendrauf, sie kontrolliert nun auch das zweite Tier, weil das zweite Tier vom ersten die Autorität bekommt. Und das erste bekommt die Autorität von Satan selbst und wird durch diese Hure kontrolliert. Also schaut euch mal eben diese Pyramide der Macht an, dann sieht er, wo die sind. Wir haben oben Luzifer, das allsehende Auge, auf der Pyramide. Dann haben wir unten drunter Babylon die Große. Und darunter haben wir die Tiere und die Königreiche, die alle unter der Kontrolle von Babylon der Große sind. Ja, und wer sind nun diese Tiere? Ja, ist einfach. Das erste Tier aus dem Meer ist Europa. Ja, das aus eben diesem Heiligen Römischen Reich, dass das eigentlich das Heilige Römische Reich ist. Ja, das jetzt wieder, ja, sozusagen geheilt wurde, nachdem es fast zerstört war. Und dann, wer ist nun dieses zweite Tier aus der Erde, das ja auch der falsche Prophet ist. Viele denken, ha, falsche Prophet, das muss irgendwas mit Religion zu tun haben. Aber nein,
Ein Prophet ist nicht unbedingt nur ein religiöser Folger. Natürlich, alles kann Religion sein, ja, was ich vertrete. Und was vertritt nun dieses Tier aus dem Meer? Ja, was verkündigt er? Und wer ist es? Er fängt an wie ein Lamm, unschuldig, und dann aber benimmt er sich wie ein Drachen. Ja, und ich habe es auch schon oft gesagt, dass das Amerika ist. Es kann gar niemand anders sein. Es kann nicht Russland sein, weil Russland nicht ist nicht das Weltimperium. Eindeutig. Heute schreien viele: Oh, Russland, Russland ist der Böse. Oh, Russland ist der Böse. Nein, Leute, hier sehen wir eindeutig also in der Offenbarung, wer die Bösen sind. Wer diese Spieler sind, die Satan benutzt. Nein, es ist nicht Russland. Es ist nicht Gog und Magog. Es ist Europa und es ist Amerika. Weil das Tier aus der Erde ist nur einer, und es kann nur einer sein, das ist Amerika. Amerika hat Macht bekommen von dem ersten Tier. Wann? Als sie sich eingemischt haben in den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Da haben sie Macht bekommen. Da wurden sie zu Empire USA. Ja? Eindeutig. Es gibt da gar nichts zu rütteln. Und da hat er natürlich auch, oder schon sogar schon vorher, darauf hat natürlich dieser Babylon die Große hatte da ihre Hand im Spiel. Das hat sie geplant schon von Anfang an, dass sie eines Tages Amerika benutzen wird, weil das erste Biest, also dieses oder das Tier, das erste aus dem Meer, nicht mehr so funktionierte. Ja, es hat nicht mehr so funktioniert für sie. Sie haben nicht mehr gemacht, was sie gewollt hat. Und dann hat sie sich halt im Schatten eingemischt in die amerikanische Politik, hat die Politik übernommen durch ihre Jesuiten und hat nun total die Macht in Amerika. Wir sehen das nicht. Aber wir sehen, wer die Vordermänner sind. Die Marionetten in Amerika sind alles Katholiken. Sind alles Leute, die von Jesuiten ausgebildet wurden. Ja, Leute, sind nicht mehr die Protestanten wie früher. Unter dem Kennedy, da haben sie noch, die Protestanten haben da noch aufgepasst, dass ja kein Katholik da jetzt die Führung übernimmt. Da haben sie noch aufgepasst. Aber danach, ich weiß es nicht, was passiert ist. Ich glaube, die Protestanten waren halt dann in Verbindung, in Cahoots mit dem Papst. Und zurzeit kümmert sich niemand mehr darum, dass ein Katholik Präsident ist. Niemand. Es war ihm, ist ja immer so, dass sie dann, statt dem Präsident, haben sie dann immer den Vizepräsidenten eingestellt als Katholik. Und der Vizepräsident ist ja eigentlich derjenige, der ja wirklich alles in der Hand hat. So haben sie das gemacht in Amerika. Es waren dann immer trotzdem Katholiken. Und die Katholiken oder Vatikan hat halt trotzdem Jesuiten, haben trotzdem durchbekommen, was sie wollten. Das ist das Ziel von den Jesuiten, dass der Papst wieder totale Weltmacht hat. Ganz egal, ob man das sieht oder nicht sieht. Ganz egal, ob sich die Leute öffentlich beugen oder nur im Stillen. Ja, ganz egal. Er möchte Weltherrschaft. Möchte die wichtigste Person sein auf der Erde. Und das ist auch passiert. Wir sehen ganz genau in Offenbarung 17, eigentlich müssen wir es wissen, wer dieser Mann der Sünde ist. Wenn wir es lesen in Offenbarung mal 8, 17, da wird ja beschrieben, dass er
gekleidet ist mit Scharlach und Purpur. Purpur und Scharlach. Und zwar in Vers. Ich kann jetzt diese kleine Schrift nicht sehen. Es ist 4, glaube ich. Ja. 17, 4 vielleicht. Da muss ich immer ganz nah oder meine Brille abziehen. Man lacht, ob ich sehe, wenn ich meine Brille wegmache. Keine Ahnung. Ja, 4. Steht am Anfang, am Ende. Also 4. Da steht es, dass er bekleidet ist mit Purpur und Scharlach. Übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Wer ist das wohl? Habt ihr eine Ahnung, wer in der Welt so gekleidet ist? Es kann ja nur der Vatikan sein. Die Priester. Die Bischöfe. Ja, das ist es. Niemand. Niemand anders hat so viel Gold und Silber und prahlt mit dem Gold und Silber herum wie die katholische Kirche. Und sie ist auch eine Hure, weil sie ja keine wirkliche Kirche ist, sondern eine falsche Kirche. Sie betreibt ja Götzendienst mit den Götzen, mit den Bildern und mit dem ganzen Zeug, das sie in den Kirchen und Kathedralen haben. Ja, Götzendienst mit der falschen Theologie, mit falschen okkulten Zeremonien. Also haben wir jetzt drei Spieler. Diese drei Spieler sind alle jetzt schon hier, schon sehr lange. Wir brauchen nicht mehr warten. Warum? Weil wir keine Zeit haben, Leute. Wir brauchen nicht, wir müssen auf den Antichrist warten. Nein, die Spieler sind hier. Die alles in der Hand haben und die von Luzifer oder von Satan benutzt werden. Und es wird jetzt Zeit, dass dieses System zerstört wird. Dass Jesus kommt und dieses System zerstört. Sonst kann er sein Reich nicht aufbauen. Und das passiert am Anfang vom Tag des Herrn. In meinem letzten Video habe ich ja eindeutig gezeigt, dass der Tag des Herrn anfängt mit der Entrückung. Und das wird bald sein, Leute. Das wird bald sein. Sehr bald. Und dann geht es eben diesem Tier, den beiden Tier und das Babylon oder das Tier aus der Erde ist ja der falsche Prophet, dann an den Kragen. Ab, weg. Und das sehen wir dann in Offenbarung 16. Ja? Da sehen wir die Spieler, die Endzeitspieler, während dieser großen Schlacht, nicht der Armageddon-Schlacht, nicht der Gog und Magog-Schlacht, sondern der Armageddon-Schlacht. Das sehen wir, gib mal 8, wo ist denn das? Am Ende. Und zwar ist es 6. Zornschale. Das sehen wir das. Ja? Das sind die Könige vom Sonnenaufgang, also vom Osten. Dann sehen wir das Tier und den falschen Propheten. Und die haben sich da versammelt. Das Tier ist ja das politische System mit was? Militär. Und wer ist nun Militär von Tier aus der Erde und Tier aus dem Meer? Das ist die NATO. Das habe ich schon besprochen. Ja? Und sie versammeln sich nun hier während diesem Armageddon. Da steht's, 16. Und er versammelte sie an dem Ort, der auf Hebräisch Hamageddon heißt. Wenn ihr das alles liest, dann könnt ihr es lesen, 16. Und es ist 16, 16. Und da versammelt er sie alle, diese Endzeitspieler. Und wir sehen nicht Russland, sehen wir kein, niemand, das ist kein Russe da. Russland ist nicht vom Aufgang der Sonne. Russland ist nicht von Nord,
östlich. Ja? Aber da kommt niemand, weil hier geht es ja darum, wer kommt über den Euphrat. Da geht es ja. Die Könige, die über den Euphrat kommen. Ja? Und warum sehen wir nichts von diesem Bösewicht Russe? Weil er da schon zerstört ist. Das habe ich auch schon vorher gesagt. Der Bösewicht Russe ist da schon zerstört. Und er ist eigentlich auch kein großer Spieler, ja, wenn wir das alles anschauen, in der Offenbarung zum Beispiel, oder auch alttestamentliche Propheten, ist er nicht genannt. Ja, manche sagen, oh, Gog und Magog. Nein, Gog und Magog hat wirklich nichts zu tun mit Russland. Lass mal das endlich mal weg. Sondern ist es ein jemand, der von ganz oben vom Norden kommt. Ganz oben vom Norden. Ganz vom Norden. Russland ist mehr nordöstlich. Je nachdem, wo man ist. Ja? Von Deutschland aus ist er östlich. Nicht nördlich. Von Israel aus ist er nordöstlich. Aber trotzdem nicht ganz nord. Aber er wird da nicht beschrieben. Nichts, gar nichts über Gog und Magog oder Russland oder sonstiges. Nein, die Spieler, die ich hier sehe, sind drei Spieler. Ja? Und sie werden umkommen. Sie bringen alle Könige mit sich. Sie vereinen alle Könige. Unter der NATO sind ja alle, fast die ganze Welt vereint. Und dann haben wir natürlich China. Nachdem die NATO Russland zerstören wird, dann wird China anfangen, eben gegen die NATO zu gehen und werden da einmarschieren. Das ist meine Annahme. Nee, eigentlich nicht, weil es ja hier steht. Aber die Annahme, dass sie nachdem Russland zerstört wurde, dass sie das als, aus, also als wie nennt man das, als Grund benutzen und sie dann die NATO angreifen. Und die NATO wird ja dort sein, im Mittleren Osten. Na, da ist der NATO. Da wird dann die letzte Schlacht geschlagen. Aber hier redet niemand von dem Babylon der Großen. Natürlich, sie ist ja ein religiöses System. Sie hat eigentlich mit dem Militär nichts zu tun. Und trotzdem, wenn wir dann die siebte Zornschale anschauen, sehen wir, dass sie da zerstört wird. Ja? Wo steht das? Mal gucken. Und die siebte große Schale aus. Nehmen. Und der siebte goss seine Schale aus in die Luft und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel. Ja? Und da fängt dann die siebte Zornschale an. Und da sehen wir dann, dass Babylon die große fällt. Alle Städte, alle Nationen fallen. Ja? Die große Stadt fällt, wurde in drei Teile gespaltet. Und die Stadt, alle Städte der Nationen fielen. Und da fiel dann auch eben Babylon die große. Da wird auch Babylon die Große zerstört. Ja? Also werden sie nicht entkommen, Leute. Sie werden nicht entkommen. Es wird also sehr schlimm werden. Alle werden zerstört. Und da wird Babylon zerstört. Sie wird verbrennen. Es steht ja eindeutig in Offenbarung 18, was mit ihr passieren wird. Ich nehme heute meine Bibel, weil ich das studiert habe. Und dann weiß ich. Und da steht ja dann auch, wenn ihr 18 liest, da steht ja ganz genau, was mit der Babylon der Großen passiert. Das sind die Spieler. Das sind die drei Hauptspieler. Und sonst existiert niemand. Es ist nicht die Rede von einem Antichristen oder von einem Mann, von einem Mann, der alles regieren wird. Und schon gar keinen Moslem. Ja?
Redet hier nirgends von einem Moslem oder irgendjemand vom Mittleren Osten. Niemand. Ja? Das sind Weltreiche hier, von denen die Rede ist. Und die Moslem, die Araber, die sind alle unter der NATO. Sie sind alle Spieler in der NATO. Sie sind alle Untertanen der NATO untertan. NATO hat sie in der Hand. Eindeutig Amerika. Sie sind Teil von NATO oder von Amerika. Und das sind die Spieler, Leute. Und sie werden alle umkommen. Alle Menschen. Alle Menschen, die gegen Gott sind, werden da reingezogen. Und die Leute heute, die schreien, oh, Gog und Magog. Na, Gog und Magog, nicht ein Ton von Gog und Magog hier in Offenbarung. Nee, gut. Bis am Ende vom tausendjährigen Reich. Dann wird Gog und Magog benannt. Und da ist ein Grund, warum Johannes Gog und Magog benannt hat. Ja? Weil er ganz bestimmt etwas gehört hat von Ezekiel. Er hat es gewusst, sonst hätte er das nicht benutzt, diese Worte. Johannes benutzt immer diese Worte von den alttestamentlichen Propheten. Wir sehen das, wenn ihr die alten Propheten studiert, Endzeit, was sie prophezeien über Endzeit, dann seht ihr die gleichen Worte wieder, die Johannes in der Offenbarung benutzt hat. Ja? Johannes hat hier nichts erfunden. Man kann nicht sagen, das sind verschiedene Schlachten. Auch wenn es verschiedene Schlachten sind, dann müssen wir sie definieren. Und wenn wir sie definieren, das habe ich ja auch schon gemacht, nicht zu lange her, als ich Sacharja angeschaut habe. Ja, da habe ich das Sacharja angeschaut. Dass es nicht die gleiche Schlacht ist. Diese Gog und Magog-Schlacht ist ganz anders wie diese Armageddon-Schlacht. Ja? Ganz anders. Sie verläuft anders. Aber ich wollte ja heute über diese Bösewichte reden. Ja? Über diese Bösewichte. Ja, Moment mal. Ich habe mal schnell meine englische Bibel, weil ich es da studiert habe. Und da habe ich gesagt, Bad Guys. Ja? Bad Guys. Also, ja, Bösewichte, kann man sagen auf Deutsch. Ja? Die Bösen. Die Endzeit, die Bösen der Endzeit. Bösenwichte. Ja? Eigentlich ein gutes Wort, Bösenwicht. Bösewicht. Das ist nicht der Antichrist, ja? Sondern die wahren Herrscher. Die wahren Herrscher der Endzeit. Wer sind diese wahren Herrscher der Endzeit? Und Leute, wir müssen nicht mehr warten. Sie sind hier. Und jetzt wird nämlich diese letzten Tage ausgearbeitet, letzten Wochen ausgearbeitet. Weil Satan ganz genau weiß, dass das Ende nahe ist. Wenn der Tag des Herrn anfängt, Leute, ist es vorbei mit Satan und seinem Weltreich. Da geht's ihnen an den Kragen. Ja. Und das ist jetzt bald. Jedes Jahr ist ja Satan, erwartet Satan, dass Jesus Christus wiederkommt. Er weiß es. Er weiß, dass die Zeit kommt. Jedes Jahr um das Trompetenfest erwartet er, dass nun der Zorn Gottes anfängt, dass die Entrückung passiert und die Zorn Gottes anfängt. Da erwartet er das jedes Jahr. Nur wir, die Christen, ja, die meisten Christen, so Namenschristen, wissen ja gar nichts. Ja, sie nennen sich halt Christen. Aber sie wissen ja gar nicht, was los ist. Sie wissen ja nicht mal, dass wirklich der Tag des Herrn und die Entrückung da passiert. An dem Fest der Trompeten. Sie tappen ja nur im Dunkeln herum. Genau das, was Paulus gesagt hat in 1. Thessaloniker 5.
Er hat gesagt, ihr werdet überrascht, wie ein Dieb, also wie der Dieb euch in der Nacht überrascht. Ja? So werdet ihr überrascht, weil ihr nämlich in der Dunkelheit herumläuft und nicht im Licht seid. Nur die, die im Licht sind, das heißt, sie sind verbunden mit Jesus Christus und mit dem Weinstock, sie werden die Zeit erkennen. Die Zeit, die wir jetzt haben, die Zeit, die bald zu Ende geht. Und dann beginnt das Zähneklappern, ja, heulen und Zähneklappern. Und die Leute, die wissen das, was passiert ist, die haben dein Sackkleider an, weil sie nämlich heulen, weil sie wissen, dass sie den Bräutigam vermisst haben, dass sie nicht wieder Braut sein können. Sie haben das verloren. Aber sie können sich trotzdem noch freuen, weil wenn sie weiterhin Jesus Christus an Jesus Christus festhalten, dann werden sie zumindest Heirat, also zur Heirat eingeladen, zur Hochzeit eingeladen, zur Hochzeitsfeier. Wenigstens etwas. Sie werden nicht eingeladen, sie sind keine Braut, sie werden nicht in die Zimmer gehen, der Braut, was erst passieren muss. Aber zumindest werden sie Gäste sein beim Hochzeitsmahl. Am Ende vom Zorn Gottes. Aber dann müssen sie durch den Zorn. Oh nein, ich hoffe nicht. Kommen wir zum Ende, meine Lieben. Lasst den Heiligen Geist euch leiten. Wenn ihr Fragen habt, bitte, ihr könnt fragen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde immer wieder und immer wieder gefragt, diese Videos anzuschauen. Ihr müsst eigentlich selber entscheiden können, jetzt, was die richtige Lehre ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr müsst es entscheiden. Ihr müsst es normalerweise entscheiden können. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst den Heiligen Geist euch leiten.